efforts are being stymied by the French. Let it be known that Morgan Thomas has been found guilty. I think the French may have a stronger arm. Ah, Master Cormac. Was Le Chasseur euch gesagt hat, bestätigt sich. Die hiesigen Gesetzesbrecher ändern die Taktik. Was planen Sie? Ihr Anführer benutzt Benjamin Franklin zur Herstellung neuer Waffen. Er wird sehr gut bewacht. Benjamin Franklin? Der Forscher? Ihr kennt ihn also? Gut. Er baut Geräte, mit denen Gas unters Volk gebracht werden kann. Giftgase, wie sich zeigte. Und das Volk? Ich dachte, Sie wollten es gegen die Obrigkeit einsetzen. Aber das wäre auch schrecklich. Die Schläger, die wir festgenommen haben, erwähnten eine Frau. Sie scheint hinter den teuflischen Plänen zu stecken. Ich sehe mir das an. Hab Dank. Hope. Hoffentlich nicht du. Euch wiederzusehen. Eure Freundin sagte, ihr wärt fort. War ich. Sir, ich kam, um die Forschungsergebnisse zu holen. Oh, nun, das trifft sich gut, denn ich bin gerade fertig mit dem Prototypen. Bitteschön. Ich werde bald nach Philadelphia reisen und dann nach Europa. Ich bin eingeladen, in London eine Vorlesung zu halten. Wärt ihr so freundlich, Mistress Hope darüber zu informieren? Natürlich. Oh Gott, Hope. Was treibst du bei dieser Bande, die die Stadt in ihr Verderben stürzt? Was hast du getan? Ist etwas mit Ihnen, Master Cormac?
Nein, nein. Ja, nur... nur Erinnerungen. Wenn zu mir neue Rekruten mit finsteren Erinnerungen kommen, dann sage ich ihnen, das beste Mittel dagegen ist Schießpulver. Ihr habt recht, Colonel. Dieser Prototyp scheint sehr mächtig. Seid vorsichtig damit, Master Cormac. Unsere Spione sagen, das Gerät könne zugleich bestimmte Befestigungen einreißen und mehrere Feinde treffen. Es gibt noch eine subtilere Methode. Einige dieser Granaten enthalten ein starkes Sedativ. Schießt in eine Menge und alle schlafen sofort ein. Wir sollten die neue Waffe testen. Schießt auf die Tür. Auf, Master Cormac. Schießt auf die Tür. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, ihr könnt diese neue Waffe gegen die Halunken richten, die sie benutzen wollen. In der Nähe ist eine verlassene Manufaktur, voll von gefährlichem Gift. Derzeit erzeugt es nur Schlaf. Aber diese Schurken destillieren es. Eine stärkere Mischung könnte große Teile New Yorks verseuchen oder töten. Dann ist das mein erstes Ziel. Seid vorsichtig, Master Cormac. Wir glauben, die Inhaltsstoffe sind höchst instabil. Umso besser. Handgriffen, kann ich vielleicht das ganze System ausschalten. Ich muss hier raus, oder ich bin so gut wie tot.
Welch herrliche Zerstörung, Captain. Ich konnte den Qualm von der Morrigan aussehen. Das nimmt diesen Schurken den Mut. New York ist vorerst sicher. Bei allem gebotenen Respekt, Colonel. Es bedarf mehr als ein paar Explosionen, um diese Art von Problem loszuwerden. Der Junge hat recht, Colonel Monroe. Shay, richtig? Ich gratuliere. Ihr habt New York von einigen Ratten befreit. Ich bin Jack Weeks und das William Johnson. Bei ihm weiß ich's nicht, aber ich bin hoch erfreut. Ganz meinerseits. Es ist schrecklich staubig hier. Ich wette, Shay erzählt uns von seinen Abenteuern bei einem Pint. Hey, die erste Runde geht auf den Colonel, hä? Stimmt etwas nicht, Master Cormac? Nur ein bisschen verwirrt. Ich muss Gas eingeatmet haben. Ein Ale wird euch gut tun. Kommt, hier sind nur Freunde. Man kümmert sich um euch.